Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, es geht euch geil oder Tag oder was auch immer ihr gerade habt. Heute gibt es mal wieder Love Machine XXX und zwar spielen wir die gute Ari. Ja, ich bin natürlich immer noch bei Ari und Yasuo bei den beiden. Ich rotiere da immer so ein bisschen. Ari, muss man natürlich sagen, ist ein bisschen einfacher zu spielen, hat... da muss man quasi nicht Kernphysik für studiert haben. Das ist so mein Vorteil, weil ich habe Kernphysik nicht studiert. Und ja, wir spielen heute gegen eine LeBlanc mit Grasp of the Undying. Entweder das ist ein Fehler oder das ist New Beyond Broken. Ich meine, wir haben ja auch einen Top-Lane-Kog'Maw. Das habe ich jetzt aber schon ein paar Mal gesehen. Ist das irgendwo ein Trend oder so? Aber gut, wir spielen Ari. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, wurde wieder reingepatcht irgendwann mal, dass der Charm Dashes unterbricht. Das heißt, wenn ich smart bin, nehmen wir einfach mal das Szenario, ich wäre smart, dann kann ich ihren Dash unterbrechen. Wir spielen auf Glacial, also, ne, sobald ich halt den Charm halt auch hab. Und da hätte man eh nichts machen können, weil Minions und so. Aber, ja, wir spielen Glacial. Das heißt, wir haben auf der Lane jetzt vielleicht nicht ganz so viel Power, müssen uns etwas zurückhalten. Aber, ne, wir können einfach auch mal so eine Kugel durchlunsen lassen, ne? Ihr könnt so tun, so, macht so, so, so und dann frack! Na ja, guck, haben wir ein bisschen connected. Wir machen jetzt einen schönen Punkt in die E rein und wir sorgen dafür, sie ist eine Frau, Leute. Gibt zwei, ich auch, also Ari, aber, Frauen frieren sehr schnell. Das ist ihr Schwachpunkt. Das heißt, Glacial ist doppelt effektiv in diesem Matchup. Es ist quasi sehr, sehr effektiv. Das heißt, ihr könnt dann einfach so machen, dann macht ihr so und dann macht ihr so und dann, seht ihr, wie sie friert? Seht ihr es? Wir könnten sie schon fast töten, actually. Meint ihr? Vielleicht mit Level 3 hätte ich Flash Q machen können, aber... Nur gut. Zip! Oh, schade. Schade Marmelade. Gut, ich würde ihr gerne nochmal ein bisschen von meiner Kälte zeigen. Kältewurf! Wen haben die im Jongleur? Kane, der ist nicht so stark. Oh, Lasset mit Ari ist immer richtig kacke. So, was machen wir jetzt hier? Wir machen jetzt folgendes. Lasset. So, jetzt kurz weggehen. Wir haben jetzt auch unseren Redemptionierer, unser Smarteralizzatore. Den werden wir jetzt hier konnektieren. Dann machen wir hier einen Auto-Tag. Machen hier einen Auto-Tag. Machen da einen Auto-Tag. Machen hier noch einen Auto-Tag. Machen eine Q da rein. Scheiße. Okay, das war kacke. Und sie sammelt hier Grasp-Decks. Und Kane könnte kommen. All diese Sachen. Ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier nicht dumme Dinge machen, ne? DD, dumme Dinge wollen wir nicht tun. Vielleicht sollte ich einfach sie, vielleicht der defensive Tischtennisspieler sein. Die ganze Zeit warten, bis sie was macht. Schön hier, da kann ich ihren Charme hin ins Gesicht werfen. Ich meine, ich will sie halt töten, ne? Aber, na, wenn ich so nah an dem Minion stehe, dann kann ich sie nicht charmerisieren. Ja, okay, das wird nichts. Glaube ich. Jetzt zum Beispiel, jetzt will sie mich, jetzt will sie mich. Ich weiß, dass sie mich will. Oh mein Gott, ich bin so ein insaner Spieler. Slytherin. Adele. Okay, schön. Schön. Ich habe mir die mir angewöhnt, drei Nahkämpfer zu nehmen immer. Mit dem Endmaterialisierer. Ich denke, viele nehmen auch Fernkämpfer oder Kanone. Aber ich finde, Kanone ist nicht immer da. Und Fernkämpfer sind eh immer One-Shot. Du machst eine Q, alles ist One-Shot. Nur die Nahkämpfer nicht. Naja, deswegen haue ich jetzt alle auf den Nahkampf und dadurch klappt das very, very, very gut. Das hier ist very, very bad, weil das einfach very bad ist. Aber ja, das, niemand hat ihn drum gebeten, hier über die Map zu rotieren. Nee, das ist nicht mein Bad, das ist sein Bad. Map Awareness. Na, da sind wir einfach smart jetzt. So, wir kaufen uns ein Buch. Wir kaufen uns einen Mana-Chris. Ich hätte jetzt gerne noch ein Kontrollwort, aber hm. So, wir lesen uns kurz durch, was er schreibt. Ne, wir honorieren das quasi. Wartet mal. Ja, gut. Never sought free kill. I can read small letters. Ist ja so, ne? Wollen die nicht anlügen? Kleine Buchstaben kann ich lesen. Also, ne? So, gut. Was hat sie? Sachen, gut. Hier sind sehr, sehr viele Minionen. Ich muss übrigens lernen, ich mache jetzt ein neues Studium. Studium zum Schnellverkäufer. Ich muss lernen, meine Teammates richtig schnell zu verkaufen. How to sell teammates online fast. Weil ich beschütze, ich bin so ein Sozialtyp. Ich habe 1% Leben. Manchmal ist das auch gut, ne? Ich habe 1% Leben und ich sehe, okay, ich habe 100 Mana, ich habe einen Charm, ich helfe meinem Team. Aber ganz oft sterbe ich deswegen. Und deswegen, how to sell Teammates online fest. Mein Studium.
Kann man auch als Fernstudium machen. Geht alles. Bitte, bitte. Oh, danke. Geht alles. So, und jetzt, was machen wir jetzt hier? So, den gönnen wir auch. Und den. Ah, okay, das war ein bisschen motiviert, gebe ich zu, aber der trifft. Ja. Gut. Akzeptiere ich soweit. Wir haben kein Ignite. Ohne Ignite ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, sie zu töten. Aber wir können natürlich hier so ein Glacial Auto-Tag machen. Frieren sie ein und machen eine Q. Machen so und sie explodiert rasiert einfach. War ein schöner Poke. Ist das hier die echte? Ich glaube, ja. Wir können natürlich auch hier ein bisschen platterisieren. Kane ist unten. Das heißt, da ist absolut keine Gefahr. Können hier noch eine Q machen. Kriegt auch schön. Ja, okay, hat sie gedodged, aber ist fein. Wenn sie bleibt, können... Passt auf, wir haben jetzt folgende Situation. Wenn sie bleibt, töten wir sie. Wenn sie nicht bleibt, denyen wir ihr ganz viele... okay, Planänderung. Planänderung. Ja, ich bin unterwegs, Mama. Ich würde... Ich glaube, der stirbt so, oder? Muss ich da was machen? Ja, okay. Na gut, aber ich war da. Denn Map Awareness ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Leute. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Pressure verloren, aber sie hat gerade ihren Dash benutzt. Wir machen jetzt einen Auto-Tag ganz einfach. Machen hier einen Charm. Okay. Hätte klappen können. Machen einfach hier einen Ignite. Machen da eine Q. Machen so. Machen einfach Auto-Tags und E. Ult, meine ich. Ja. Ne, ich meine, klar haben wir den Charm. Das ist so funktionieren aber Plays, ne? Du machst das halt und irgendwann klappt das. So diese Prediction Plays. Und wenn die nicht klappen, dann sieht es halt bescheuert aus. Aber das war actually fine, weil sie hat halt die Möglichkeit, auf den zurückzuspringen. Da hätte sie meinen Charm bekommen, aber das wäre der beste Weg auch irgendwie gewesen für sie raus. Weil sie hatte keinen Dash mehr, weil sie ihn ja gewastet hat. Und dadurch war sie irgendwo, nirgendwo komplett lost. Und konnte von mir down gechased werden, ohne dass sie sich wehren konnte. Na? Aktion, Reaktion. Shinobi, Gakure. So, wir gönnen uns. Leute, immer gönnen. Ganz wichtig. Gönnt euch immer. So, wir haben ordentlich gegönnt. Eigentlich, ne, Control Wards auch ganz wichtig. Ganz wichtig, aber dieses Game will's nicht. This game, it will not will. Aber hier sehen wir einfach den krassen Unterschied zu Ahri. Ich kann, zu Yasuo. Ich kann mit Ahri einfach abusieren. Ich kann sagen, okay, hey, die LeBlanc machen Fehler, ich töte sie einfach. Die LeBlanc hat eine falsche Rune oder, keine Ahnung, ob das gewollt ist, weiß ich doch nicht. Ich töte sie einfach. Mit Yasuo ist das echt schwer. Mit Yasuo musst du erstmal Fernstudium machen. Okay, schade, hätte ja klappen können. Ne? Und das ist schwierig manchmal. Okay, was ist hier los? Ja, ich habe keine Ult, Leute. Ihr müsst auch nicht immer hier hinten. Aber ist okay. So, wir sind relativ fett auf Ahri aktuell, hätte ich gesagt. Deswegen machen wir Punkt ins W. Bin ich fett? Punkt ins W. Bin ich nicht fett? Punkte ins E. So, sie hat jetzt Double Buffs. Ist nicht geil. Ist nicht geil. So, ich habe jetzt extra gewartet, bis sie für die Kanone gehen will. Na, ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt auch nicht das meiste. Es ist okay. So, jetzt pushen wir nochmal ein bisschen durch. Und würde sagen, sie wird jetzt gleich wahrscheinlich engagen wollen. Okay, scheiße, das war ein bisschen kacke, geben wir zu. Aber das geht, glaube ich. Ist alles im Rahmen. So, wir haben jetzt Ultimate. Was können wir machen? Toplane ist, glaube ich, 0000. Botlane ist, geht so. Das heißt, wir gehen jetzt Botlane. Wir sind mal schnell Roman. Denn auch mit Ahri kann man räumen. Räumen. Problem ist, dass die nicht da sind. Noch nicht. Und dass die jetzt, glaube ich, buschen gleich, ja. Und das, was ist das? Okay, cool. Ja, es war quasi so ein Jumpscare. Cool. Sie hat Double Buffs. Laufen die mal irgendwann aus? Bisschen noch. Ich meine, ich könnte sie auch töten und sie mir getten. Wäre auch eine Möglichkeit, aber wir sollten sie nicht unterschätzen. Es ist immer noch LeBlanc. Es ist immer noch LeBlanc. Okay, sie wird jetzt springen. Ja. Aber jetzt hat sie kurz den Sprung nicht mehr. Das sind Zeitfenster, die kann man nutzen. Ne? Das heißt, wir könnten jetzt sie anspringen, dann hat sie nur noch ihren Ultsprung. Also sie hätte quasi nicht so viel Schaden, aber ich würde sie lieber erstmal ein bisschen poken. So zum Beispiel. Ne, das ist so ein kleiner Anfang. Das ist wieder ein kleiner Anfang. Und jetzt können wir hier drauf engage und machen Ignite. Ja, hätte ich früher machen sollen. Hätte das auch geklappt. Ja, okay. Hätte ich das früher gemacht. Ja, okay, aber ja, jetzt ist die Frage, das Problem ist, dass sie mobiler ist als ich. Stirb! Da! Okay. Ja, ich hätte da... Guck mal. Diesmal wollte ich den Charm nicht direkt drauf werfen, weil ich dachte, aha, die geht eh nicht wieder drauf. Diesmal hätte ich es direkt...
Diesmal wäre es ein schönes Prediction-Play gewesen. Na gut, ja, sie hatte Double Buffs. Es ist okayisch. Man kann es als okayisch absegnen. So, wir gehen jetzt weiter. Wir kaufen jetzt mal tatsächlich ein Kontrolleur-Worde. Ein Kontrolleur-Worde. Ne, ohne Charm führt mir natürlich sehr, sehr viel Schaden. Muss man einfach sagen. Aber es, ja, es war okayisch. Wir bräuchten natürlich mal Stacks für unsere Ult. Das wäre wichtig, ne? Das wäre wichtig. Wir haben aber, man muss sagen, overall die Lane gewonnen. Weil die Kills, die sie hat, hat sie nicht von mir. Punkt 1. Da haben meine Mates geintet. Einmal, glaube ich, ja, einen hat sie von mir, jetzt am Ende. Einer hat sie von Xerif und einen von Nunu, glaube ich. Und ich habe zwei von ihren Platten, also. Aber ganz wichtig, ich flame dafür niemanden, wenn er da. Ich habe Xerath nicht geflamed, Leute. Habe ich ihn geflamed? Habe ich nicht. Ich habe Xerif nicht geflamed. Ganz wichtiger Punkt. So. Poke war okay, vor allem wenn wir berücksichtigen, dass wir eine Flask haben. Wir haben eine Flask, sie nicht. So, wir werden jetzt einfach so ein Prediction Charm machen. Feuer! Okay. Ja, ich kann sie einfrieren vielleicht. Okay, never mind. Ja, aber, also ja, die Ult war auch ein bisschen... Ich meine, okay, sie hat jetzt kein Dings mehr. Sie hat jetzt keinen Sprung mehr, aber... Ach, leck mich am Arsch. Aber wir haben halt kein... Das ist natürlich bei Glacial so ein bisschen der Punkt. Wir haben nicht so richtig viel Schaden. Also später geht's, vor allem wenn man fett ist, aber... Ne, ich bin jetzt nicht so in der Lage, dass ich sage, okay, ich gehe da drauf und sie explodiert, so. Ne, wir sind ein bisschen Ignite-abhängig, sag ich mal. Wir brauchen etwas, das Ignite. Vielleicht warten wir das oder vielleicht trappen wir. Am besten wäre es, wenn wir einen Sprung kriegen. Wir wollen einen Sprung von ihr haben. Vielleicht kriegen wir den. Vielleicht kriegen wir einen Sprung. Sie braucht ihn zum Wave-Clearen. Okay, ist okay. Sie hat einen Sprung benutzt. Naja. Solche Sachen gehen immer damit aus, dass ich sterbe. Ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf habe. Ist nicht so, als hätte ich es nicht gesagt. Scheiße, ich hätte einfach die... Das ist so... Oh, das ist so dumm. Das ist so dumm. Man denkt immer, ja, okay, hey, ich brauche hier, ich komme hier so weg, ich brauche meine Ult nicht, dies, das, Ananas. Immerhin ist Kane tot, das ist gut, der ist super fett, der ist ja gigabig. Wieso haben wir Ashe Toplane? Was ist eigentlich los? Wieso spielt jetzt jeder AD Carry Toplane? Okay, also er ist gigabig. Hätte ich das gesehen, wäre ich natürlich sofort um mein Leben geariet, aber na gut. Arsch. Gut. Wir haben aber trotzdem ihr Tower. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal roam. Wo sollen wir hin? Toplane ist halt eins. Botlane ist am besten, aber das ist halt nur Miss Fortune. Blitzcrank ist richtig nervig zu töten. Ich würde sagen, guck mal, wir gehen jetzt sofort für einen Quick Roam. Oder ne, wir pushen eine durch. Damit sie. Ne, wir haben ja auch den Mini-Materialisierer. Das heißt, die gehen richtig schnell kaputt. Na, guck dir das an, ist richtig sahnig. Und jetzt gehen wir roamen. Wir können das auch. Allerdings fehlt LeBlanc auch. Und jetzt haben wir nämlich unsere Ultimate auch passend. Deswegen wollte ich nur eine durchpushen. So, hier unten. Ja, sehr schön. 5, 4, 3, Eis! Okay, schön. Schön. Also ihr könnt euch, wie gesagt, anmelden. Alle Kurse sind da. Ihr könnt auch natürlich Fernstudium zum Quick Roamer. Ist auch immer sehr, sehr beliebt. Quick Seller. Turbo-Renner. Polizist. Also es gibt da eine große Auswahl und Varianz. Ich sehe mich. Passt auf. Und Seewurf. Oh, fuck. Er ist kacke. Mach mal Ignite drauf. Tötet ihn. So. Ihr schafft das, oder? Sehr gut. So, wir können... Passt auf. Ja, ich habe jetzt kein Ignite, aber wir outplayen sie jetzt. Das erste. Baiten. Flaspot. Autotech. Springen. Warten und baiten. Warten. Eiskanone. Charme verfehlen. Q treffen. Ultimate W. Und Q. Okay. Den Klon töten, damit man nicht, wenn ich hier drüber flashen könnte. Oh, Sabalotti. Oh, wer ist er denn? Flashy. Für den 080 kommt man. Kill is kill. Oh, wer ist er denn? Lecker. Lecker. Komm. Ja. Lieb mich. Los, liebe mich. Ja, okay, ja, schön. Okay, jetzt langsam sind wir out of order, Leute.
Hier, liebe mich. Eiswürfelkanone. Q, B. Ja. Gut. Gut. Ja, also Leute, clean, klar, clean. Ich höre immer clean, clean, clean hier, clean da. Also ja, ich weiß, das, aber ich kann auch nichts dafür, dass ich so clean bin. Nein, also nein, was soll ich sagen? Es ist noch kein Eisverkäufer vom Himmel gefallen. So, wir gönnen uns jetzt hier eine Wave. Chip. Chip. Wir haben auch ganz gut Geld. Machen hier, das ist wahrscheinlich das nutzloseste Pinkwort, was es gibt. Aber es steht. Denn Leute, merkt euch eins. Ein Pinkwort ist besser als kein Pinkwort. So, jetzt kaufen wir uns Geister. Die guten alten Geister. Schön. Ah, mir fehlen 40er. Wir brauchen 650 Gold. Ich würde sagen, das warten wir. Guck mal, wir sind alle fett. 6-2, 7-2, 7-3. Jin ist ein bisschen am hinten. Und der Eisverkäufer hier unten, ne? Der, der irgendwie was da in Cups geschrieben hat. Der ist der Renner. Ich meine, klar, er rennt. So. Zack. Was machen wir? Am besten wäre, wir sind ein Assassine, Leute. Ne, das höre ich immer wieder, dass Leute Ahri spielen wie ein E-Girl. Sie ist zwar ein E-Girl, aber sie ist, sie ist halt ein Assassine, Leute. Und ihr müsst sie halt auch richtig, ne, ihr müsst quasi den E-Boy-Radar anmachen, das ist der hier. Da drückt ihr einfach mal drauf und dann sucht ihr. Und dann rennt ihr. Okay, scheiße, die sind ganz weit weg anscheinend. Ich dachte, die wäre hier irgendwo im Dschungel. Aber ihr könnt damit richtig gut hier zum Beispiel sie, ne? Ihr wartet, warten. Und dann macht ihr so, und dann macht ihr so, und dann macht ihr so, und dann macht ihr den, und dann macht ihr noch eine Q. Und dann macht ihr so, und dann sind die alle einfach tot. Autotake. So, was ist da unten? Kane ist noch. Kane. Ich glaube, wir gehen jetzt mal Toplane pushen. Ne, also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, man kann halt mit Ahri wirklich gut assassinieren, ja? Es ist ein Assassine, kein Mage. Das hier ist nicht Lux. This is not Lux. Merkt das euch. Schreibt das mit. So, machen wir noch einen Punkt ins Herz rein. Oh, wir haben 10 Stacks. Ich würde sagen, das ruft nach einem Major. Also, ich mal irgendwie noch nicht so Prügel-Damage. So, wir gönnen uns hier nochmal eine Wave. Eine schöne. Eine schöne, leckere Wave. Ich meine, es besteht eine Chance, dass ich in der nächsten Season Ahri-Main werde. Die Chance besteht. Aber, ja, wir gucken mal. Ich will natürlich jetzt auch nicht zu viel vorher verraten, oder, ne? So, was können wir hier machen? Wir können, passt auf. Eigentlich ist das gar nicht worth, weil er ins 9 ist, aber... Ja, wir machen erstmal hier einen Ward. Ist er weggegangen? Ist er Midlane-Deffen gegangen, oder was? Okay, dann gönnen wir einfach weiter, ne? Immer schön. Levels sind auch immer ganz wichtig. Wenn ihr alleine auf den Lane seid, ne, ihr... Kriegt immer schön ein paar Levels hier ran. Guck mal, sie ist 11, 10, 11, 9, wir sind 12. Okay, hier passiert was. Nicht geguckt kurz. Wir springen weg. Springen auch mal weg, machen Eis da drauf. Machen eine E. Tunen ihn, unterbrechen ihn, machen Geister. Haben leider überhaupt keinen Schaden. Machen eine Ult, verfehlen die Ult. Er wird gleich in mich reingehen. Wir machen direkt einen Charm. Oh mein Gott! Allerdings habe ich überhaupt keinen Schaden für den Brudi. Brudi! Komm schon! Ja, keine Ahnung. Also, für den brauche ich, glaube ich, Morellen oder... Er hat halt Magieresistenz und Kane, Leute, ich denke, wir sind uns alle einig, dass Kane completely broken ist. Beyond broken. Ich meine, ich habe alles 12-mal getroffen. Klar, ich habe... Aber auch Electrocute hat die nicht umgebracht, Leute. Lasst uns ehrlich sein. So, die Frage ist... Ja, ich wollte eigentlich Majors gehen. Jetzt habe ich ein paar Stacks verloren, aber 6 sind immer noch viel. Gott, ich hätte fast mein Handy runtergeworfen. Mein Handy... Okay. Der Vorteil ist, wenn man wenig Majors-Sticks hat, kann man noch mehr sammeln. Und deswegen kaufen wir jetzt Majors. Wir haben ja auch den Majors-Radar dabei, Ombre Gemälde. Und wir suchen jetzt einfach richtig die Opfer. Hier den Otto da oben. Und sie ist ein bisschen tanky, ein bisschen. Jetzt auch nicht Turbo, aber ein bisschen. Na, sie ist, glaube ich, auch, die sind alle killbar. Außer der, weil der ist halt Blitzcrank. Der ist nervig und Kane ist halt, ja, keine Ahnung, da brauche ich, der ist halt broken. So, das heißt, wir holen uns schnelle, einfache, saubere Stacks mit einem clean Gameplay. Ihr sucht den Boy, ihr
Oh, shit. Ja, vielleicht geht das noch. Oh, okay, ja. Okay. Ja, naja, okay. Hatte nochmal Glück gehabt. Aber wir warten einfach hier, Leute. Wir könnten auch hier einen Ward stellen. Da kommt auch gleich ein Drake, Infernal Drake. Das Problem, was wir jetzt haben, ich sehe nicht, wenn da jemand kommt, aber ich sehe, wenn er hier ist. Also ich sehe ihn nicht hier, aber wenn er da ist. Irgendjemand muss da steffen. Hello! Ich habe meinen eigenen Damage gegeben. Wenn er jetzt nicht stirbt! Das ist ein Kog'Maw! Der ist 1000! Aber es ist immer noch Kog'Maw. Ich habe leider meinen eigenen Q-Damage negiert, sag ich mal. Er ist aber auch 1000. Er ist Kog'Maw. Er hat halt. Ja, aber ich meine, ich habe Zeit für unser Team gekauft. Wir haben Dragon gemacht. Wir haben. Ja, also. Also, Leute. Ich plädiere auf Quatsch. Zum ersten. Zum zweiten. Zum dritten. Quatsch. So, gut. Manometer. Gut, wir haben jetzt gar keine Stacks. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Leute, warum sollte man Ahri spielen oder Jhin oder so, wenn du einfach 2-12 Kog'Maw spielen kannst und trotzdem alles tötest? Alles. Jeden. Und jetzt macht mein Team ohne mich Kills. Toll. Toll. Na gut. Akzeptiere ich. So, können wir schon enden? Da Kog'Maw kommt gleich nochmal. Passt auf, Leute. Revanche. Kog'Maw kommt. 3, 2, 1 und los. Flashpot ist drin. Ultimate ist da. Slow ist. Er hat das geflasht. Er macht alle seine Dinge. Geh weg. Weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht, Leute. Okay, vielleicht können wir beenden. Wobei, da kommt wieder der Quatschmann, der Quatschtrötenmann. Hier, nimm das. Das ist so ein Moment. How to sell online. Fast. Weg. Tschüss. 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 Ich könnte aber vielleicht Toplane ein bisschen was machen. Wie Azir schreibt, GG Superior Jungle Wins. GG Top Difference to Big. Well played. Better mit. Ja, dann, wenn das jetzt jeder schreibt, dann mache ich da natürlich auch mit. Was ist da los? Ich meine, was ist da los? Nur Bottle. Ja, Bottlane kannst du halb schreiben, so. So, hier, ein Minion, ein tapferer Minion. Na, das war. Na, er hat's versucht. Er hat sich jetzt bemüht. So, wir können uns ein bisschen heilen. Wie heilt das? Ja, ist schon nett. Schon nett. Geht. So, ich habe aber nicht so richtig viel. Wie viel AP? Was? Ich habe 180 AP? GG, Sub carries World Team without Wards. Ich habe 180 AP. Okay, jetzt weiß ich auch, warum ich keinen Schaden mache, Leute. Ich meine, aber Leute, trotzdem, Glacial ist super strong. Ich meine, okay, hier hat niemand AP, oder? Wie viel hat sie? Wir sind so. Das, okay, er hat 360. Aber er macht auch nichts anderes, gefühlt. Nee, da gehe ich nicht rein. Nö, ich bin da raus. Wie viel hat LeBlanc? LeBlanc hat. Guck mal, LeBlanc hat auch nicht mehr als ich. Wobei sie ist 2,6, ich bin 8,4. Ja, ich habe halt Geld in Majors investiert. Hätte ich jetzt hier AP-Items gekauft, wäre ich jetzt auch bei 300. Ja, doch. Aber Glacial ist trotzdem stark. Für alle, die immer sagen, ja, ne, spiel kein Glacial oder so. Glacial ist gut, Leute. Ich bin nur gerade nichts mehr machen irgendwie. Leider. Ja, ich glaube, wir haben bei gewonnen. Ja, okay. Ja, das war's. Am Ende habe ich nicht mehr viel gemacht. War trotzdem eine nette Runde. War schön, war welcome, war cool, war nett. Ja, ich wünsche euch was. Haut rein. Auf Wiedersehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch irgendwie gemundet. Wir sehen uns dann beim Kurs für fortgeschrittene Fahrer und Verkäufer. Auf Wiedersehen und tschüss.